kein weites Feld. Kein weites Feld. Kein weites Feld ist System immanent. Mit der Mehrwertsteuer können Sie zum Beispiel hergehen und können sagen, ich klassifiziere alle Produkte, alle Leistungen, die wir verbrauchen, nach einem CO2-Footprint. Einverstanden? Genau. Oder nach einem Nachhaltigkeits-Footprint. So, und dann geben Sie... Sind wir fertig. Und dann entsprechend dieses CO2- oder Nachhaltigkeits-Footprint staffeln Sie die Mehrwertsteuersätze von 1.200 bis 1%. Wunderbar. Ich würde sagen, das ist es. Der Unterschied in den Sätzen. Die nächsten Wortmeldungen. 7, 8, 9, 10. Aber nicht aus sozialen Gründen. Also hier, Moment, er sagte, das wird jetzt genau mit den Sätzen. Aber nicht aus sozialen Gründen. Sondern aus Nachhaltigkeitsgründen. Was? Wenn wir den Menschen sozial helfen wollen, dann müssen wir das Grundeinkommen hoch genug machen. Das ist wünschenswert. Und bitte darf ich an der Stelle noch eins sagen, weil ich immer wieder von sehr bösartigen Menschen, aber die Bösartigkeit kommt da meistens, ist mit Dummheit gekoppelt, ne? Die dann sagen, der Werner, der will die ganzen Sozialsicherungssysteme abschaffen. Das habe ich erstens nie gesagt, zweitens steht es auch nirgends, ne? Und drittens ist es so gedacht, dass die alle so erhalten bleiben, wie sie sind. Das ganze Sozialgesetzbuch, alles. Nur die ersten, wenn wir sagen Grundeinkommen 1.000 Euro, die ersten 1.000 Euro sind pauschalisiert. Also ich gehe dann erst zum Arbeitsamt oder ich gehe erst dann dorthin, wenn ich sage, ich habe Ansprüche aus dem Sozialgesetzbuch, generieren sich Ansprüche, weil ich zum Beispiel querschnittsgelähmt bin. Die sind eben höher wie 1.000 Euro. Aber dann kriege ich das auch, aber nicht bedingungslos. Dann muss ich das halt nachweisen. Dann muss man eine Freiwilligung machen und so. Ne? Und dann sieht man das, ist der. dann sieht man das, ist der jetzt so oder nicht? Und dann hat er einen höheren Anspruch. Also, und das würde uns natürlich, wenn wir diese ersten 700, 800, 900.000 Euro pauschalieren würden, unglaublich viel. Okay. Zwischenfrage. Verwaltungsvereinfachung. Nee. Wir bleiben jetzt halt bei der Reihenfolge. Die Ingrid ist jetzt dran. Da hat jetzt jemand erklärt, dass es betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich ein Unterschied ist. Habe ich einmal kurz und aufgepasst mit dem Anteil betriebswirtschaftlich. Also falls ich es falsch verstanden habe, dann würde ich die Frage zurückziehen. Aber ich habe es so verstanden, dass tatsächlich der Unternehmer die gleichen Löhne zahlen würde, sondern dass sich ja der Lohn reduziert, also dass sich auch betriebswirtschaftlich sozusagen das Grundeinkommen substitutiv auf den Lohn auswirkt. Und da frage ich mich, wie das in der Marktwirtschaft möglich sein soll, also weil sonst sind es ja auch für Marktwirtschaft in allen Bereichen, aber das würde ja heißen, dass die Löhne eigentlich dann zementiert sind, dass man von dem jetzigen ausgeht und das rausrechnet und was da dann rauskommt, sozusagen, da wäre der Lohn festgeschrieben. Und Sie haben vorhin ja selber gesagt, dass Ackermann, oder jemand den Job von Ackermann für 0 Euro machen würde. Genauso habe ich gesagt, ich würde auch gerne für 0 Euro promovieren, wenn ich ein Grundeinkommen habe. Da brauche ich nicht an der Uni oder irgendwo, sondern ich kann mich in die Gesellschaft so auch einbringen. Und da gibt es viele Leute, die arbeiten gerne für weniger Geld machen würden, wenn sie sinnvolle Arbeiten sind. Und auf einem Markt wäre es ja so, also wenn ein richtiger Arbeitsmarkt bestehen würde mit dem Grundeinkommen, dann wäre es ja so, dass unangenehme Arbeiten tendenziell teurer bezahlt werden müssen. Richtig. Ja. Arbeiten, ja, genau. Aber stimmt es doch nicht, dass es substitutiv ist. Also das wäre dann insgesamt halt volkswirtschaftlich, dass es ausgleicht. Genau. Das mal betriebswirtschaftlich. Den Unterschied wollen wir deutlich machen. Ich wollte wissen, weil das wird immer so verbreitet. Also ich höre das ständig von Leuten, die sozusagen jetzt Werner Anhänger sind und das so verbreiten, als ob es jetzt wäre, dass der Unternehmer dann weniger bezahlt automatisch um das, was das Grundeinkommen ist. Und das empfinden dann alle als sozial ungerecht, weil bei unangenehmen Arbeiten und so weiter, also wäre es natürlich auch Blödsinn, aber für mich wäre es auch überhaupt von daher Blödsinn, weil es ja dann keine Marktwirtschaft wäre. Also dann müsste ja bestimmt werden, wie die Löhne sein sollen. Jetzt wollte ich wissen, ob Sie das so gemeint haben. Nein. Das war meine scheinbare Paradoxie, die ich auflösen wollte. Nein, genau so, wie Sie es denken, war es auch gemeint. Dann darf man das aber nicht immer sagen, dass es substitutiv ist. Also so, wie Sie es auch gerade dargestellt haben und davor gerechnet haben, dann wäre es die Betriebswirtschaft, die substitutiv. Nein, es ist volkswirtschaftlich substitutiv. Ja, das müssen Sie immer noch dazu sagen, deshalb war ich immer verwirrt. Aber so völlig plausibel. Also ich habe doch das vorhin gesagt, wie bei der Euro-Umstellung. Sie haben jetzt bei uns ein Einkommen von 2.000 Euro, jetzt gibt es Grundeinkommen 1.000 Euro und dann haben Sie nur noch 1.000. Ne?
qua Arbeitsvertrag. Und dann kommen Sie zu mir und sagen, hören Sie mal zu, mit den 1000 Euro und bei der Arbeit, die ich hier machen muss. Ja, aber dann meinen Sie es ja doch so. Also Sie meinen, dass dann im Arbeitsvertrag steht, dass ich nur noch 1000 Euro habe. Ja, aber nur umgewertet. Den Arbeitsvertrag können Sie doch kündigen. Aber den können Sie doch kündigen, den Arbeitsvertrag. Ja, aber wer bestimmt denn, dass es jetzt 1000 Euro sind? Also das werden die Leute aushandeln. Das ist, genau. Nein, das ist ein einmaliger Umrechnungs. Wir müssen doch umbasieren, wie beim Euro-Umstellung. Ach, Sie meinen einfach die Verträge, die weiter... Wir haben doch bestehende Verträge. Und bei der, jetzt bitte erinnern Sie sich an die Euro-Umstellung. Machen wir es wie einen Mietvertrag, vielleicht dann einfacher zu verstehen. Ne? Also wenn die Miete 10.000 Mark war und jetzt wurde der Euro eingeführt, dann ist die Miete gesunken in dem Vertrag auf 5.000 Euro. Aber deswegen kann der Vermieter, wenn der Mietvertrag abgelaufen ist, trotzdem kommen und kann sagen, bitte, Sie können da zwar bleiben, aber Sie müssen jetzt mehr bezahlen. Wäre es aber allein eine Umstellungsfrage in dem Moment bei bestehenden Arbeitsverträgen. Ja. Aber man kann ja dann sofort auch neue Arbeitsverträge ausmachen. Richtig. Da fängt dann der echte Arbeitsmarkt an der Stelle. Genau. Aber deswegen, also finde ich das halt problematisch, wenn man das immer so also ins Volk trägt, das ist substitutiv. Und damit schneiden sie sich ins eigene Fleisch, weil alle denken eben, das ist ja nur eine Unternehmenssituation. Dabei ist es ja gar nicht so, sondern das Gegenteil, also es ist sozusagen ein Zugewinn an Freiheit. Ja, freier Markt, aber auch Freiheit. Also ich nehme Sie mal mit zu meinem nächsten Vortrag und dann tragen Sie es mal vor, vielleicht werde ich was dabei. Ja, es tut mir leid, nobody's perfect, ne? Aber ich habe bisher noch keine bessere Darstellung gefunden. Bloß wenn der Kollege vom Herrn Straubhardt, der Professor Siebert, herkommt, und stellt sein Gehirn ab und zieht den Taschenrechner raus und sagt dann 82 Millionen mal 1000 Euro. Ne? Und das ist völlig astronomisch. Dann kann ich dem nur antworten, ja, Sie müssen das substitutiv sehen. Und dann sind es keine 1000 sowieso Milliarden, ne? Sondern sind es nur noch 50, 60, 70 Milliarden. Nämlich dann muss ich ja volkswirtschaftlich gesehen nur das die Einkommen auffüllen, die unter den 750 Euro sind. Aber diese Unterscheidung sollte man dann machen. Also ja, aber es ist nicht leicht. Sie haben meine E-Mail-Adresse, schreiben Sie mal, wie Sie es machen. Nicht so einfach. Okay, wenn das 7 war, ist jetzt 8 dran und das ist der Ralf Wörs. Also auch gleich mit anspüren. Wenn einer bei McDonald's heute arbeitet, der kriegt nur 800 und dann kommt er mit einem Grundeinkommen von 1000 und sagt, das wird jetzt substituiert, dann hieße das ja, dem werden 200 weggenommen, damit er auf dem gleichen Gehalt geht. Da merkt man, das geht gar nicht. Sondern bei dem wird passieren, der sagt, wenn ich 1000 kriege, gehe ich doch nicht mehr zu McDonald's arbeiten. Der sagt, McDonald's kommst du bei, wenn ich dir 400 gebe. Jetzt, dann sagt er, plötzlich hat er 1400 statt 800 auf der einen Seite, aber McDonald's zahlt nur noch 400 Lohn statt 800. Das ist eine klassische Win-Win-Situation. Das ist immer, was ich sage. Da wird nicht irgendjemand, sondern McDonald's zahlt nur noch 400 und der hat aber eine Einkommenserhöhung. Man muss unterscheiden zwischen Einkommen und Lohn, wenn man das Modell denkt. Einkommen kann Gewinner werden, trotzdem steigt der Lohn. Dann haben wir ein Billiglohnland mit gestiegenen Einkommen und dann sind wir endlich globalisiert. Und dann haben wir auch die Antwort. Dann sind wir globalisierungsfähig. Und damit haben wir auch die Frage unseres Workshops beantwortet. Deswegen müssen wir das beenden, aber beantwortet. Wer profitiert? Aber wir haben natürlich auch was anderes erkannt. Wir würden unendlich alle profitieren davon. Aber ich denke, wir haben natürlich auch was anderes erkannt. Wir müssen Ideen selbst weiterdenken und nicht einfach sagen... Ja, genau. Sie dürfen kein Anhänger sein, sondern Sie müssen ein Mitdenker sein. Also wir müssen uns sozusagen in unserer Ideenbildung rechts und links überholen. Ne? Aber hier sollte jetzt die anderen noch zusammen. Ja, wir haben noch 10 Minuten und bitte die nächsten in der Reihenfolge. Wir waren bei 7 und müsste 8 da dran sein. 9. Ach so, gut. Und zwar auch eine Frage, was Ideenweiterentwicklung betrifft. Und zwar ist es ja so, dass unser gegenwärtiges Steuersystem, die Frage muss ja auch beantwortet, wer davon profitiert, das haben Sie angedeutet. Das sind überwiegend eben auch die besser Verdienten. Und da finde ich also auch sehr interessant, oder die Frage, wie kommt eigentlich dahin, dass das gegenwärtig bestehende Steuersystem eigentlich auch stärker angeprangert wird. Und für mich ist es sehr bezeichnend im Vergleich zu skandinavischen Ländern, wo ja zum Beispiel die Einkommensteuererklärungen auch öffentlich sind, wo es da also diese Art der Geheimhaltung nicht so praktiziert wird wie hier. Da finde ich es immer so bezeichnend, wenn ich dann eigentlich immer mit regelmäßiger Regelmäßigkeit
kam Hund oder Hand oder Henkel oder wen auch immer in den Medien sehen, die dann für sich die Definition in Anspruch nehmen und hier die hohe Steuerbelastung der Bürger anprangern. Ja, also aus dem Munde dieser Personen, das finde ich immer sehr bezeichnend, natürlich auch die hohe Steuerlast der Wirtschaft anprangern und so weiter. Da vielleicht auch eine Idee, wie man eigentlich so das bestehende Steuersystem einfach auch stärker anprangern könnte. Man müsste eigentlich bei all den Personen, die bei Anne Will und so weiter mal auftreten, eine goldene Regel finden, nämlich dass die alle ihre Steuerbelastung öffentlich, das ist irgendwie ein Bildschirmtext oder wo auch immer in der Zeitung eingeblendet, und zwar nicht nur die Steuer, was sie an Steuern bezahlt haben, sondern vor allem, was sie am Jahresende vom Finanzamt dank ihrer ausgezeichneten Steuerberater wieder zurückbekommen haben. Nämlich dann wird schnell der Öffentlichkeit klar werden, dass diejenigen, die hier tatsächlich also auch sagen, die Steuerlast ist so hoch, dass die im Grunde genommen rein überhaupt nicht bezahlen. Und dann kriegen, glaube ich, sehr viele Zuschauer auch wirklich einen dicken Hals. Und da meine Bitte, wenn ihr wieder mal solche Personen seht, als Mail schickt Anne Will, Illner und so weiter und so fort einfach entsprechende Beschwerdemails. Nach dem Motto, wir wollen hier Transparenz, wir wollen wissen, was Ihre geladenen Gäste an Steuerbelastungen haben und vor allem, was Sie an Steuerrückvergütungen am Jahresende nach Ihrer Steuerberater auch wieder zurückgespült bekommen in ihre Kassen. Das wäre so ein kleiner operativer Vorschlag, wie man eigentlich das gegenwärtige Steuersystem auch ein bisschen stärker anfangen könnte. Würde Frau Will möglicherweise nicht gefallen, dass sie das dann möglicherweise für sich selbst auch noch offenlegen müsste? Wie in Skandinavien auch, da spricht ja nichts gegen. Offenlegung der Steuerbelastung finde ich gut. Das wird, wird wirklich gemacht, ja. Da kannst du zum Finanzamt gehen und gucken, was dein Nachbar an Steuerbelastung hat. Und das auch so bekommen. Bei der Konsumsteuer muss man gucken, was für Auto vor der Tür hat. Ich denke, die Gesellschaft profitiert meistens von gebildeten Leuten. Also man bildet sich eigentlich, denke ich mal, nicht für sich, sondern dafür, weil das da gibt es eine Nachfrage dafür eigentlich. Also wenn wir das so vergleichen mit dem Beispiel, was Sie über Benzinkauf gesagt haben, da müssen wir eigentlich vielleicht irgendwie gucken, wofür ist das jetzt? Aber bei Bilden kann man das eigentlich nicht machen. Weil wenn ich mich bilden lasse, das Wissen, was ich gekriegt habe, kann ich für ganz verschiedene Dinge machen. Also eigentlich geht das da nicht, also direkt zu sagen. Ob das jetzt, also ich denke das. Jetzt bin ich neugierig, wie Sie darauf reagieren. Tun Sie den Begriff Konsum befreien von allen ethischen und anderen Vorstellungen, die Sie haben, sondern sehen Sie das Konsumieren brauchen Sie so, wie Sie einatmen müssen und ausatmen. Und immer dann, wenn Sie eine Leistung in Anspruch nehmen, tun Sie konsumieren. Das heißt, wenn ich die Leistung von dem Lehrer in Anspruch nehme, das deswegen... Ja, deswegen heißt es Konsum. Das heißt aber nicht, dass Lehrer seine wirtschaftliche Aufgabe ist, ne, sondern es ist eine pädagogisch-kulturelle. Aber das mag ja sein, oder? Genauso macht das dann auch wie der Polizist. Aber sie können ja, genau. Da konsumieren sie dem seine Schutzschirm oder seine Verfolgungsintensität. Wir haben noch 3 Minuten und noch mindestens 4 Beiträge. Also für ein Foto aus dem Blitzer, ne? Müssen Sie natürlich auch Konsumsteuer bezahlen. Klar. Das ist eine Leistung, die generiert wird, um festzustellen, dass Sie das auch waren. Kann ja gerne auch verzichten. Ja. Achtung, Ruhe bitte, damit wir noch was hören. Ich kann ein Beispiel mit den Lampen anknüpfen, mit der Aluminiumindustrie, Mineralölsteuer und in einer Weise auch an Nokia. Und bei denen ist für mich gemeinsam, dass das Produkte sind, die auch Naturressourcen beanspruchen. Und dass für mich diese Naturressourcen etwas sind, mit denen wir äußerst schonend umgehen sollten. Und da kommt jetzt natürlich direkt der ökologische Fußabdruck mit rein, da haben Sie mich genau aufgespult. Also ich möchte darauf hinweisen, dass ich ganz wichtig halte, diesen Konsum- oder Entnahmesteuersatz unterschiedlich. Ja, genau. Dann zu setzen, für die Dinge, mit denen wir sparsam umzugehen haben. Ganz stark gesagt, die Naturressourcen, Boden unter unseren Füßen, fossile Energieträger. Ne? So, und dass wir eigentlich mit der Ressource menschliche Arbeitskraft verschwenderisch umgehen dürfen. Ja. Das ermöglicht natürlich.